Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass Sie da sind, auch alle am Livestream. Heute Morgen ist unser Vision Sunday, unser Sonntag, einmal im Jahr, wo wir die Vision unseres Gospel Forums uns vornehmen und erklären. Und ich möchte mal beginnen heute Morgen mit zwei Versen aus der Heiligen Schrift, die uns erklären, was jetzt hier im Folgenden passiert. Zunächst ins Alte Testament zum alten Propheten Habakuk, ein lieber Freund von uns. Habakuk. Und er sagt, schreibe die Vision auf und zwar deutlich sichtbar auf die Leinwand. Man könnte auf Neudeutsch sagen, auch beame die Vision auf den Screen. Ja? Oder schau, dass es jeder hier sichtbar lesen kann, dass jeder in der Lage ist, es nachzuvollziehen und dass es dokumentiert wird. Und der zweite Vers kommt aus dem Neuen Testament, aus Apostelgeschichte 26, Vers 19 und 20. Ein Wort vom Apostel Paulus. Und der sagt, daher war ich der himmlischen Vision nicht ungehorsam, sondern ich verkündigte sie zuerst denen in Damaskus und dann in Jerusalem und dann denen im ganzen Gebiet von Judäa und schließlich dann auch allen Nationen. Und wenn wir alles zusammenfassen, dann sehen wir, dass Gott hier etwas uns Menschen als Gebot gegeben hat. Er hat uns gesagt, wenn du eine Vision von Gott bekommst, schreib sie dir auf, dokumentiere sie. Und zweitens, es ist ganz wichtig, dass die Vision dann auch verkündigt wird. Und zwar all den Zielgruppen, für die sie ist. Ja, ob das Jerusalem ist, Judäa oder die Nationen. Die Vision, die Gott uns gibt, muss an die Personen ran und verkündigt werden, für die sie bestimmt ist. Und heute Morgen, herzlich eingeladen, werden wir über die Vision sprechen, die Gott uns als Gospelforum gegeben hat für diese Zeit. Und meine Frage an uns alle ist, are you ready? Seid ihr ganz sicher, ja? Weil jetzt gibt uns Gott seine Sicht, seinen Blick für das, was in diesem Jahr geschehen soll. Ich habe mal so eine kleine Zusammenfassung gemacht, damit wir wissen, was auf uns zukommt. Was ist uns für 2070 von Gott her wichtig geworden? Und das sind drei Punkte. Zunächst einmal werden wir uns die großen Events anschauen, die entscheidend sind für uns. Zweitens werden wir schauen, was gibt es für Neuerungen im Gospelforum? Und da unterbreche ich mal gleich, denn ich weiß, dass es jeden interessiert, dass jeder wissen will, was gibt es Neues in diesem Jahr. Und weißt du, woher ich das weiß? Weil jeder im Gospelforum neugierig ist, jeder. Wir wollen immer wissen, was hat Gott zu sagen? Und du sagst, woher weiß ich das? Ich weiß es halt. Wir sind neugierige Menschen. Und deswegen wird das ein spannender Punkt. Und dann der dritte Punkt, nicht weniger spannend, welche geistlichen Schwerpunkte setzen wir denn in diesem Jahr, weil Gott so zu uns gesprochen hat. Beginnen wir mal gleich mit Punkt Nummer 1. Wir werden in diesem Jahr vier große, große Events hier im Gospelforum auf dem Schirm haben. Die erste große Event ist schon vorbei, unsere Leiterkonferenz, unsere riesengroße Leiterkonferenz im Januar. Und wir bekommen bis heute noch fantastische Resonanz von Leuten sogar aus dem Land, die hierher gekommen sind und gesagt haben, das hat ihr Leben verändert. Die Konferenz mit Joachim Lundqvist, das war eine super Zeit. Die zweite Großveranstaltung, die steht in 5 Wochen vor der Haustür und das ist unser Ostergarten. Vom 1. bis zum 17. April 2017. Und ihr Lieben, wenn ich euch fragen würde, was 5 Wochen, bevor dieser Ostergarten losgeht, hier habt ihr einige Bilder von unseren Mitarbeitern. Wir haben hunderte und aberhunderte Mitarbeiter über die letzten Wochen, die mitgeholfen haben und die letzten Monate. Und da seht ihr, wie alles dort hergerichtet wird, wie es auch gutes Essen gibt, Mangiare, Mangiare. Und wie hier alles eingerichtet wird, Scharen von Mitarbeitern. Und super Gemeinschaft, hier unsere Kreativdirektorin, den Andi habt ihr eben gesehen, den Chef dort vom Ostergarten. Wenn ihr das alles seht, mal meine Frage an euch, wie viele Leute haben sich 5 Wochen, bevor das Ding überhaupt losgeht, zum Ostergarten übers Internet bereits angemeldet? Was denkt ihr? 50? 100? 1000? 3000? 5.000, alles weit gefehlt. 7.600 war der Stand von gestern. 7.600.
Und unser großes Ziel ist, dass wir etwa 16.000 Menschen dort durch den Ostergarten führen. Das ist das größte Projekt, was wir je als Gemeinde zusammen geschultert haben. Größer als die Schleierhalle. Und ganze Schulklassen, ganze Jugendgruppen, Seniorengruppen, ganze Mannschaften werden durch den Ostergarten durchkommen. Und wenn du jetzt mitten in den Bauarbeiten mit dabei bist, ich war gestern erst wieder da, wenn du reinkommst in die verschiedenen Räume, 12 verschiedene große Räume, wenn du zurückgeführt wirst 2000 Jahre in die Vergangenheit nach Jerusalem und du siehst dort, das ganze Jerusalem ist aufgebaut, Gethsemane, du betrittst den Abendmahlsaal, du kommst nach Golgatha, du siehst die Kreuze dort, diese unglaubliche Stimmung, die in diesem Raum schon jetzt spürbar ist, du läufst über das Kreuz drüber und merkst, das Kreuz trägt dich. Du kommst in die dunkle Grabkammer rein. Du gehst da durch. Du siehst, das Grab ist leer. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Dann gehst du da raus und es wird ganz hell und du kommst in den Auferstehungsgarten rein, wo die Herrlichkeit Gottes wartet. Ihr Lieben, jeder, das ist unser Glauben, jeder, der dort durchgeführt wird von unseren Moderatoren, wird die Herrlichkeit von Gott erleben. Und wir geben Jesus mal einen mächtigen Applaus. Es wird der absolute Hammer werden. Und ich muss dir sagen, wenn du dabei sein willst, du musst entweder mitarbeiten oder du musst dich jetzt anmelden, damit du noch einen Platz kriegst, weil wir sind über alle Maßen, mehr als wir erdenken konnten, 5 Wochen vorher beschämt, wie Gott dieses Projekt segnet. Und das ist ja erst der Anfang und ganz viele Kirchengemeinden sind mit involviert und wir haben ganz bewusst gesagt, kommt dazu, wir wollen das nicht alleine machen. Die dritte Großveranstaltung wird die Holy Spirit Night sein, vom 29. bis 30. September. Wir werden einen der bekanntesten Redner auf der ganzen Welt hier bei uns im Gospelforum haben, in der Hans-Martin-Schleierhalle besser gesagt. Und das ist Joseph Prince, ein Mann, der über die Gnade Gottes eine Offenbarung bekommen hat. Wir werden Johannes Hartl hier haben. Wir werden Ben Fitzgerald da haben. Und natürlich unsere Jungs werden auch kräftig mit ranklotzen. Wir werden die Hans-Martin-Schleierhalle haben und ich möchte euch bitten, euch alle rechtzeitig anzumelden, denn wir wollen diese Halle füllen mit der Herrlichkeit Gottes und ganz viele tausende junge Leute auch sehen, wie sie zum Glauben an Jesus kommen. Hatte irgendjemand da etwas auf dem Herzen? Das wird powerful werden. Und die vierte Großveranstaltung wird dann ganz am Ende des Jahres sein. Wir werden wieder ein Weihnachtsmusical haben. Es wird ein bisschen anders sein als letztes Jahr. Wir werden es nicht wahrscheinlich am Heiligen Abend machen, sondern die Adventszeit davor, damit mehr Leute kommen können. Wir haben ja am Heiligabend viele, viele tausend Menschen, die das Musical gesehen haben. Und wir werden ein neues haben und werden es in die Zeit vorher legen und dann einen besonderen Heiligabend-Gottesdienst bzw. Gottesdienste hier auch anbieten. So, das sind unsere Groß-Events und Großveranstaltungen und ich lade euch herzlich ein, für sie alle mitzubeten und euch zu vergewissern, das ist Gottes Plan und Ziel, dass wir da einen Schwerpunkt drauf legen. Zweitens, es gibt einige geplante Neuerungen im Gospelforum. Das ist Teil unserer großen Vision, die Gott uns gegeben hat. Ich zähl mal einige dieser wunderbaren Dinge auf. Wir werden demnächst hier eine neue Soundanlage im großen Saal haben. Und wir werden einen neuen Klang hier haben. Der ist schon jetzt super, aber er wird nach 16 Jahren ist die Anlage durch, ausgeleiert, ausgelutscht. Ja? Und wir brauchen einfach, die müssen wir erneuern, ob wir das wollen oder nicht. Und wir werden eine super Soundanlage haben. Wir werden auch die Bühne erneuern und die Lichtanlage verbessern, sodass hier richtig, richtig frischer Wind auch da reinkommt. Und ich habe echt was ganz Schönes euch anzukündigen. Wir werden das gesamte Foyer komplett neu gestalten, insbesondere den Büchertisch und auch den Infotisch, der mir schon lange ein Dorn in meinem spirituellen und natürlichen Auge ist. Und zwar deswegen, weil wir so viel Material haben und so viele Dinge und dann sieht es manchmal aus, naja, sage ich mal, nicht so, wie es meinem Ordnung und ästhetischem Wohlgefühl entspricht. Und deswegen, wir werden auch hier mit Exzellenz nach 16 Jahren einen neuen frischen Teint dem ganzen Foyer verpassen. Wer das auch so sieht, sagt ein lautes Amen. Du wirst dich richtig wohlfühlen. Ich kann es dir jetzt schon verraten. Und dann werden wir 4 weitere Büros im Verwaltungsgebäude einbauen. Da sind wir gerade dabei, oben im 2. OG vom neuen Gebäude. Und wir werden auch im
etwas haben, was unsere Gemeinde gerade revolutioniert, ein zweites Jahr im Revival Training Center. Ihr Lieben, wir haben noch nie so eine Bibelschulklasse gehabt, Vollzeit-Bibelschule, wie die, die jetzt im ersten Jahr vom Revival Training Center sind. Ich muss hier einfach mal was sagen. Was ihr als Studenten, die Gemeinde und so viele, tausende Menschen inzwischen gesegnet habt, durch euer Vorbild, durch euren Dienst, durch euren Eifer, das ist unglaublich. Und da passiert gerade so viel Erweckliches. Die Klasse war vor 2-3 Wochen auf einer Freizeit. Da haben sie so eine Heimsuchung des Heiligen Geistes gehabt, so eine Präsenz. Da kam ein Geist der Buße, dass Dinge bekannt worden sind, Reinigung passiert ist, Befreiungen passiert sind. Und ihr solltet sie einfach mal sehen, wie die im Gebetshaus drüben den Herrn anbeten und preisen. Das ganze Haus wird erfüllt von der Herrlichkeit des Herrn. Hey, wir sind richtig stolz auf euch. Ich weiß nicht, wie viele von euch heute hier sind, aber wir geben mal den RTC-Studenten einen mächtigen Applaus. Und nächstes Jahr, wenn wir mit dem zweiten Schuljahr beginnen, und ich möchte dich ermutigen, wenn jetzt Gott zu dir redet, dass du dich ganz schnell anmeldest, auch schon fürs erste Jahr, weil wir planen alles. Wir werden neue Teilbereiche haben, Leute, die sich für Spezial, Lobpreis, Technik, Kinder und so weiter dort einschreiben können. Und wenn Gott dir aufs Herz legt, ein Jahr oder zwei auszusondern für Gott, es wird dein Leben verändern. Das sehen wir an all den jungen Leuten, die jetzt fast 40 dort die Schule besuchen. Und natürlich auch Ältere sind auch herzlich eingeladen, ist ja klar. So, dann haben wir eine neue Bibelschule, nämlich eine englischsprachige Abendbibelschule. Und wir haben so viele Menschen aus anderen Ländern, und die das mit dem Deutsch in der Abendbibelschule noch nicht so ganz mitbekommen, noch nicht stark und fest genug darin sind, und deswegen beginnen wir eine neue englischsprachige Abendbibelschule, und das wird powerful werden. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr Englisch sprecht, euch auch dort einzuschreiben. Wir werden den Livestream und auch die Technik ausbauen, das ist ein großes Ziel von uns, und dann für unsere Schwestern, das habt ihr vorhin schon gehört, werden wir einmal im Monat Sisterhood haben, wo alle zusammenkommen können, die das möchten und weiblichen Geschlechts sind und sagen, wir wollen unserem Gott begegnen. Das wird eine Riesengeschichte. Und für unsere jungen Leute gibt es ab diesem Jahr etwas ganz Neues. Wir werden einmal im Monat zu bestimmten Abschnitten ein Gospel Youth Day haben, wo wir alle jungen Leute von bis zusammen trommeln werden an einem Samstag von frühen Nachmittag bis spät am Abend, und wo die Herrlichkeit Gottes die gesamte Jugend erfasst und wo sie zusammen die Pläne Gottes schmieden und den Willen Gottes freisetzen. Und da freuen wir uns ganz besonders. Wir sollten unseren jungen Leuten und Teenager mal einen gigantischen Applaus heute geben. Wir sind so froh, dass wir euch haben, und ihr seid nicht die Zukunft, sondern ihr seid die Gegenwart von dem, was Gott tut. Er benutzt überall auf der ganzen Welt so viele junge Menschen. Ihr seid uns eine Inspiration. Euer Feuer, euer Eifer steckt uns ältere Jugendliche an. So, und dann haben wir noch einmal im Monat am ersten Sonntag, haben wir schon einmal gehabt, das Abendmahl hier im großen Gottesdienst, in all unseren großen Gottesdiensten. Und wir haben super Resonanz bekommen. Richtig super Resonanz. Und wir sind ganz arg glücklich, dass das auch infrastrukturell so gut funktioniert hat. Auch von der Hygiene und all das, was ja viele Fragen mit sich bringt. Und wir danken euch, dass ihr es so gut angenommen habt. Und wir werden noch viele gute Zeiten am Herzschlag von Golgatha hier zusammen verbringen, wenn wir zum Tisch des Herrn gehen. So, das war schon unser zweiter Punkt. Merkt ihr, wenn wir über Vision sprechen, das ist so klar. Ja, wir haben 4 Großveranstaltungen, dann haben wir eine Menge von Neuerungen. Einiges wirst du behalten, anderes wirst du dann merken, wenn es soweit ist. Bei anderen Dingen machst du sogar mit. Und jetzt kommt Punkt Nummer 3, unsere geistlichen Schwerpunkte. Und ihr Lieben, unsere geistlichen Schwerpunkte sind das Allerwichtigste. Was sagt uns Gott für dieses Jahr, worauf wir ganz besonders achten sollen und wo wir den Finger drauf legen sollen? Und ich beginne mal mit dem ersten Punkt. Gott hat zu uns gesprochen über einen Spirit, einen Geist von neuer Reformation. New Reformation.
Und darüber, überall, wo ich hinkomme, auch diese Woche vor einem sehr exquisiten Kreis von Männern und Frauen Gottes hier aus unserem Land, ich kann im Moment nur darüber sprechen, wenn Gott nichts anderes sagt. Ich möchte es kurz noch einmal uns allen erklären, um was es dabei geht. Wir leben jetzt im Jahr der Erinnerung an das 500. Reformationsjubiläum von Martin Luther vor 500 Jahren, dass er dort die Reformation lanciert hat, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, das hat einfach Gott dann so gemacht. Ja, das hat er nicht gesagt, ich mache das jetzt, sondern es hat Gottes Geist gewirkt. Und es ist schön, dass wir das feiern und wir feiern alle mit. Aber, ihr Lieben, wir als Gospelforum mit vielen tausenden Kirchen auf der ganzen Welt, wir sind nicht zurückgerichtet. Wir sind nicht auf die Vergangenheit ausgerichtet, sondern wir sind auf die Zukunft ausgerichtet. Und wir glauben von ganzem Herzen und wir haben die Beweise und die Belege in der Hand. Alle statistischen Dinge der Welt, ich habe leider jetzt nicht die Zeit, das alles hier nochmal zu erklären, aber auf der Leiterkonferenz, das kannst du ja auch alles runterladen, haben wir alles schriftlich genau dokumentiert. Ihr Lieben, wir kommen nicht erst in eine neue Reformation, sondern wir sind schon mittendrin in einer neuen Reformation, die weltweit um den ganzen Globus rum durch den Heiligen Geist bereits initiiert worden ist. Ihr Lieben, als Anfang des 20. Jahrhunderts der Heilige Geist anfing zu fallen überall, gab es eine Art von Reformation, die alles in den Schatten gestellt hat, was damals vor 500 Jahren passiert ist. Das war ja nur die Grundlage. Als der Heilige Geist kam, wurden Ämter, Dienste, das Übernatürliche, die Gestaltung von Gottesdiensten, das Gebetsleben von all den Menschen, die sich ihm geöffnet haben, revolutioniert. Und jetzt passiert etwas gerade jetzt um den ganzen Globus herum. Ganze Kirchen, egal welcher Denomination und Konfession, werden erfasst vom Heiligen Geist. Früher war es Pflicht, Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Jetzt ist der Gottesdienst der Höhepunkt der Woche für ganz viele Millionen von Menschen geworden. Warum sind hier tausende Menschen heute mit Livestream, 4000 Menschen jetzt nur in diesem Gottesdienst? Warum? Warum hockt ihr daheim vor eurem Computer und schaut euch den da an, der da redet und hört den Lobpreis? Warum? Weil der Gottesdienst zum Höhepunkt der Woche geworden ist, weil wir hören, was Gott uns zu sagen hat, was Gott wichtig ist, was für unser Leben Relevanz hat, was für unseren Alltag Bedeutung hat. Das ist doch, was ein Gottesdienst ausmacht. Und komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen, gewaltigen Applaus, dass er seine Kirche renoviert und reformiert. Und wisst ihr, was das Hauptkennzeichen dieses Geistes der Reformation ist? Das Hauptkennzeichen ist, dass das gesamte Erscheinungsbild der Kirche von Jesus transformiert, verändert wird. Kirche, wie sie vor 500 Jahren aussah, die kannst du gar nicht mehr vergleichen mit Kirche, wie sie heute aussieht. Die Freude hat wieder Einzug gehalten in die Kirche. Die Friedhofsatmosphäre ist rausgetrieben. Hey, wir singen dem Herrn ein neues Lied. Da ist wieder Begeisterung im Haus des Herrn. Komm, wir rufen dem Herrn noch mal einen mächtigen Jubelruf zu. Da ist Freiheit gekommen in das Haus des Herrn. Freude und Jubel. Menschen werden befreit von bösen Mächten. Menschen erleben das Übernatürliche. Es ist ganz selbstverständlich. Menschen wird wieder das Evangelium auf den Straßen verkündigt. Das Erscheinungsbild von dem, was Kirche ist, hat sich radikal verändert. Natürlich sind noch nicht alle Kirchen erfasst, aber Gott ist dabei, alle Kirchen zu erfassen, die das wollen und mitziehen. Und ich freue mich darüber. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Das ist die Einheit des Leibes Christi. Ihr Lieben, wir als Gospelforum stehen für die Einheit des Körpers von Jesus Christus hier auf der Erde. Der Leib Christi ist ein wunderschöner Ausdruck in der Bibel, wo es ganz viele verschiedene Glieder und Funktionen gibt und Gelenke. Und dieser Leib stellt die Kirche von Jesus weltweit dar. Und Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen mehr denn je auch die Einheit des Leibes Christi in unserem Land promoten und fördern, wo immer das geht. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wir haben in unserem Bibellehrzentrum, beziehungsweise in unserer Stuttgarter Bibelakademie, Stuttgarter
Bibelschulen am Abend und Vollzeitschulen und so weiter. Alle, die unsere Schulen besuchen, letztes Jahr 650 Studenten, von denen waren 40% aus anderen Kirchen. Pfarrer, Ältestenschaften, ganze Mitarbeiterschaften besuchen hier die Bibelschulen, werden trainiert und gehen in ihre Gemeinden zurück. Und ganze Gemeinden werden rund erneuert durch die Wahrheit des Wortes Gottes, durch die Inspiration, die sie bekommen. Der Ostergarten, wir haben die gesamte evangelische Allianz, der Vorstand hat sich hinter den Ostergarten gestellt. Wir haben gesagt, komm, wenn ihr möchtet, macht mit. Wir haben Pastoren aus anderen Kirchen, die als Moderatoren den Ostergarten mit durchführen. Mitarbeiter aus anderen Kirchen und Gemeinden, über 30 verschiedene Kirchen und Gemeinden aus Stuttgart und Umgebung, nehmen offiziell daran teil, haben sich eingeschrieben. Die Holy Spirit Night, ihr müsst euch vorstellen, da kommen Tausende und Abertausende von Teenagern, jungen Leuten aus Hunderten und Tausenden von Kirchen in Deutschland und im mittleren Neckarraum. Da fragt keiner mehr nach Denomination, Konfession und nach Etikett und nach Ego und nach Logo. Das legen wir alles ab, um des Reiches Gottes willen. Und ihr Lieben, jetzt ist die Zeit für die Einheit des Leibes Christi. Das ist unser Herzschlag. Und wo immer uns Gott gebrauchen kann, Türen öffnen, wollen wir die Einheit des Leibes Christi fördern. Jetzt bekomme ich von einer ganz hohen kirchlichen Behörde, eigentlich die höchste fast, einen Brief. Dann, sehr geehrter Herr Pfarrer Wenz, wir sind hier mit unseren Pfarrern zusammen und so weiter. Wir haben hier eine Fortbildungstagung. Und bitte, könnten Sie nicht zu uns kommen und uns über den Heiligen Geist und über Ihre Gemeinde und Ihre ökumenischen Herzschlag berichten? Das berührt mein Herz. Das ist Freude im Himmel. Und wir wollen mit einem sanften, demütigen Herzen, mit viel Gebet für unsere Brüder und Schwestern in anderen Kirchen und Gemeinden, die Einheit des Leibes Christi helfen zu schmieden, mitzudienen, mit vielen tausenden anderen Kirchen und Gemeinden, dass Jesu Gebet, wo er gebetet hat in Johannes 17, dass alle eins sind, dass es in unserer Zeit vor unseren Augen in Erfüllung geht. Wer es glaubt, sagt Amen. Das Dritte, was uns sehr wichtig ist an geistlichem Schwerpunkt, ich nenne es mal so, finde deinen Platz. Unser großer, großer Wunsch für dieses Jahr, weil wir es als eine Vision von Gott empfinden, ist, dass wir jedem Einzelnen helfen, dass du gabenorientiert, genau da, wo deine Gaben liegen, deine Talente, dass du das tun kannst, wozu Gott dir Freude und Talente gegeben hat. Du sollst kein Lückenfüller sein, irgendwo in irgendeinem Dienst, irgendwo in der Gemeinde oder irgendwo irgendwas tun. Sondern wir glauben daran, dass Gott einen super Platz für dich hat. In der Gemeinde und in der Gesellschaft, in beidem. Und wir werden alle Anstrengungen in diesem Jahr, alle Anstrengungen, die es gibt, tun, damit du deinen Platz findest. Und zwar der, den Gott für dich hat und der genau zu dir passt und wo es dir Freude macht. Wir wollen ihn nicht irgendwo positionieren, wo gerade einer fehlt und sagt, mach schall du. Sondern wir glauben, dass Gott für jeden einen perfekten Platz hat. Auch schon für die, die ganz neu zum Gospelforum kommen. Du musst nicht Jahrzehnte warten, bis du irgendwo mitarbeiten kannst. Sondern wir nehmen dich von Anfang an mit rein. Und hier sind so viele neue Menschen, die in den letzten Wochen und Monaten dazugekommen sind. Und ich möchte dir und ihnen sagen, wir haben einen Platz. Nein, ich sag's mal besser so. Gott hat einen Platz für dich und für sie. Und wir wollen helfen, dass du und dass sie diesen Platz finden. Und indem wir ihm dort dienen, glücklich werden. Denn geben macht glücklicher als nehmen. Ja, komm, wir geben dem Herrn einen Applaus dafür. Der vierte Teil der Vision hat ganz eng damit zu tun, wir glauben an die Gründung und Multiplikation von vielen Kleingruppen und Dream Teams in diesem Jahr. Schaut, vor wenigen Wochen habe ich hier die 600. Gründung einer Kleingruppe im Gospelforum verkündigen dürfen. Und wir haben das Zeugnis gehört von jemandem, der das gemacht hat. Seitdem haben wir schon wieder mehr als ein Dutzend neuer Kleingruppen gegründet. Und das ganze Ding nimmt ja erst gerade Momentum auf. Und es gibt Leute, die kommen so und sie sagen, weißt du, ich habe gar keine Zeit, in eine Kleingruppe zu gehen die Woche über. Was ist eine Kleingruppe? Eine Kleingruppe ist, wo Menschen, die etwas gerne tun,
mit anderen Leuten, die man gern hat und die das auch gerne tut, es zusammentut, einmal in der Woche und dabei Jesus in die Mitte holt und andere Menschen segnet, die neu dazustoßen. Das ist eine Kleingruppe. Und diese Kleingruppen, die haben ein unglaubliches Potenzial, Menschen zu integrieren, die das Evangelium noch gar nicht kennen oder verstanden haben. Und da kommen Leute zu mir, die sagen, Herr Peter, ich habe leider gar keine Zeit. Weißt du, immer wenn die Hauskirchen stattfinden und die anderen Kleingruppen, da kann ich nicht. Dann sage ich, das ist überhaupt kein Problem. Wann hast du denn Zeit? Ja, du hast keine Ahnung. Mitternacht hätte ich Zeit. Sage ich, großartig, da haben wir noch keine Kleingruppe. Wir haben noch keine Mitternachtskleingruppe für Geschäftsleute. Und dann seid ihr dort eine Stunde zusammen für alle, die bis spät nachts arbeiten. Dort trinkt ihr euer Schoppele, euer kleines Wäunle am Abend einmal in der Woche. Und dann betet ihr zusammen und geht glücklich und müde ins Bett. Und dann seid gesegnet und habt eure Mitternacht-Kleingruppe. Ihr Lieben, es gibt keine Grenzen der Möglichkeiten, wo wir nicht Kleingruppen für Menschen mit bestimmten speziellen Bedürfnissen eröffnen könnten. Es gibt absolut keine Ausnahme. Und ich möchte dich so ermutigen, heute an diesem Tag, irgendwie glaube ich, während ich jetzt rede, dass Gott zu ganz, ganz vielen redet. Warum kannst du keine Kleingruppe in deiner Schule, in der Pause oder nach dem Unterricht einmal in der Woche eröffnen für all die, die so eine Kleingruppe suchen? Und ihr holt Jesus in die Mitte rein. Und ihr könnt Leute einladen, die richtig doch was erzählen können und die segnen können. Warum gründest du nicht bei McDonald's oder Burger King oder Nordsee oder Ikea oder was auch immer einmal die Woche, ja, so eine spezielle schwedische Holzmöbel Kleingruppe beim Frühstück dort. Das kostet gar nicht viel dort. Schleichwerbung, ja, streich das aus deinem. Aber du, ich möchte dir einfach nur ein paar kreative Ideen geben. Warum tust du nicht die Frauen aus deiner Nachbarschaft einladen, sagen, kommt zu mir zum Frühstück, bringt eure Kleinkinder mit, wir machen eine Kleinkinder-Krabbelgruppe. Und wir Mamas, wir erzählen, wie wir unsere Kinder besser erziehen können, was wichtig ist für ihre Gesundheit, wie wir uns gegenseitig als Frauen ermutigen können, wie wir bessere Ehefrauen sein können für unsere Männer. Finde ich eine ganz tolle Gruppe übrigens, ganz toll, ich ermutige ganz stark. Und das Gleiche, die Männer. Habt ihr nicht gedacht, dass es kommt? Natürlich. Wie können wir bessere Ehemänner sein? Wie können wir die Frauen segnen? Wie können wir unsere Kinder ein guter Papa, guter Daddy sein? All diese Dinge sind möglich. Ihr Lieben, es gibt keine Grenzen. Keine Grenzen. Deine Hobbys, all das, was du auf dem Herzen hast, was du gut kannst. Eine Handwerker-Kleingruppe. Ich habe hier auf dem Herzen, genau wie wir Kleingruppen die Woche über haben, haben wir ja hier für die Gottesdienste Kleingruppen. Die nennen wir nur anders. Die nennen wir Dream Teams. Und unsere Vision ist es, dass jedes Gemeindeglied die Woche über in einer Kleingruppe drin ist und jedes Gemeindeglied am Sonntag in irgendeiner Dream Team Gruppe mitarbeitet, mindestens einmal im Monat dabei ist. Meine Vision ist, dass wir hier noch viel, viel mehr Welcome-Leute haben in unseren Dream Teams. Hospitality-Leute, die als Gastfreundschaft ganz viele Leute auch willkommen heißen in einer Art und Weise, wie es so eine große Gemeinde braucht. Meine Vision ist, dass wir so ein kleines freiwilliges Reparaturteam haben. Die gehen regelmäßig durchs Gospel Forum und die sehen zum Beispiel da hinten an dieser Tür, seit Jahren ist da eine Macke ab. Und die sagen, wir ertragen das nicht länger, dass diese Macke, die man sogar von der Kanzel aus bei der Predigt sieht und die einen ablenken könnte, weiter zu predigen, streich das bitte, diese Macke zu beseitigen mit den entsprechenden Mitteln, weil sie eine Gabe von Gott haben. Und das heißt nicht, dass du jeden Sonntag das machen musst, aber vielleicht einmal im Monat drehst du mit deinem Fünfer- oder Zehner-Team die Runde und sagst, wir werden jeden schwarzen Strich auf dem Boden, der uns unter die Füße kommt, beseitigen. Amen. Jede Macke an der Wand, jeder schwarze Strich, wo einer vor Schreck seine Fußsohle abgeputzt hat. Ja, ich sehe oben auf der Galerie, da stehen manchmal Leute, ihre Fußsohle ist oben an der weißen Wand und du gehst als Pastor vorbei, dein Herz blutet, du rufst, hallo, und er ganz aufgeregt reibt mit seinem Schuh, statt ihn runtertun. Diese Spuren zu beseitigen. Amen. Weißt du, solche Teams. Und manche haben so ein Herz dafür. Du weißt ja gar nicht, was es alles gibt hier im Gospelforum. Warum bist du noch nicht im Brezelschmier-Team?
eines der schönsten Teams. Die schmieren die Pretzeln vor dem Gottesdienst. Das ist der Hammer. Dieses Team ist der absolute Hammer. Und du isst sie dann. Die Kinder, ja, in der Dream Teams von unserem Kindergottesdienst, da mit dabei zu sein. Vielleicht nur einmal im Monat, weil du nicht mehr kannst. Das ist doch der Hammer. Und unser Traum ist es, dass jeder, der Mitglied in der Gemeinde ist, hier in unserer Kirche, dass er in einem Dream Team am Sonntag mithilft und auch in der Kleingruppe die Woche integriert ist. Vielleicht bist du ein Sportler, ja, dann lauf mit. Trainiere für den Stuttgart-Lauf, volle Kanne, ran an den Speck. Vielleicht bist du ein Beter, komm, geh ran in eine Kleingruppe im Gebetshaus, mach eine Session mit. Vielleicht bist du ja gar nicht so spirituell drauf. Doch, du bist genügend spirituell drauf. Ja, aber du machst irgendwie ein christliches Haar- und Föhn- und Toupier-Studio auf oder was auch immer. Ein Studio, aber du kämpfst da jedes Mal an. Alles erlaubt und dann kommt Jesus mit dem Wind des Heiligen Geistes und föhnt dich richtig durch. Halleluja. Es gibt keine Grenzen. Bitte sag Amen. Es ist alles möglich, aber ihr Lieben, es ist Teil der Vision, die Gott für uns hat. Er möchte, dass dein Leben Freude macht und dass du Spaß hast und dass du voll integriert bist und andere mithilfst zu integrieren. So, und das fünfte und vorletzte, Freude und Entschlossenheit im Gebet, ist ein ganz starker Punkt für uns in diesem Jahr. Wir haben letztes Jahr eine Predigt gehört, wie man eine Stunde am Tag beten kann und dass das einfach ist. Jetzt kriegen alle sofort, ich kenne euch, schlechtes Gewissen. Oh, ich habe gestern nur 59 Minuten gebetet. Wenn es ja das wäre. Bitte keine Verdammnis, kein schlechtes Gewissen. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendwas Messbares. Du brauchst es, ich brauch's noch viel mehr. Irgendwas Messbares. Sagen, Mensch, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, hat Jesus gesagt. Haben wir gesagt, nehmen wir doch eine Stunde. Und dann haben wir erklärt, wie das geht. Wenn du eine lange Sitzung auf der Toilette hast und der Raum langsam mit deinem Duft erfüllt wird, und die Nase zuhältst, dann kannst du mit Gott reden. Sondern Herr, du bist wunderbar. Und dann betest und redest du mit ihm. Wenn du im Fotolabor bist und Bilder entwickelst noch auf die alte Art und Weise und du musst warten, bis das alles im Röntgenlabor oder was im irgendwo stehen und warten muss, bis irgendein Prozess, Chemieprozess da durchgelaufen ist, dann bete und ruf den Namen des Herrn an. Während du Tipps an deiner Arbeitsstelle, segnest du in deinem Großraumbüro alle anderen Tippsen auch durch, in Jesu Name. Und während du wartest in einer Schlange in der Mensa, in der Uni, dann betest du für die ganzen Studenten und für das Essen, dass es dir auch wohl bekommt und so weiter und so fort. Und ruckzuck hast du eine Stunde voll. Geh nur mal an einem Tag in einen unserer Frühmorgengebetsstunden. Wir haben über 30 in der ganzen Region. Und schon hast du eine oder eineinhalb Stunden Gebet auf dem Buckel. Oder besser gesagt im Herzen. So einfach geht es. So fange ich meine Woche an mit eineinhalb Stunden in der Gegenwart Gottes. Bevor ich hier in den Morgentau komme, habe ich schon meine Zeit mit Gott daheim gehabt. Ja wo? Am Waschbecken und da und Bibel gelesen und was weiß ich alles. Und dann geht's weiter, dann habe ich die Zeit mit den Pastoren zu beten und mit den, dann worshipen wir mit unseren Frühstücksleuten, mit der ganzen Mitarbeiterschaft und so weiter. Und das Konto steigt und steigt und steigt. Und wenn du Dienstagabends nach Hause kommst, hast du zweieinhalb, drei Stunden nur gebetet. Ich sage, macht ihr überhaupt was anderes? Ja, wir beten so viel, weil wir so viel zu tun haben. Weil ein Pastor hat manchmal 12, 14 Stunden Tag. Ja, heute habe ich 5 Predigten an diesem Sonntag. Heute Abend komme ich irgendwann so gegen 6:30, 7 nach Hause. Das hältst du nur durch, wenn du genügend Zeit mit Gott, dem Vater verbringst. Anders hältst du das gar nicht durch. Und ich möchte dich ermutigen, du hältst dein Leben gar nicht durch, wenn nicht genügend die Liebe Gottes in dein Herz kommt. Und ich möchte dir was sagen, nicht du wartest auf Gott, Gott wartet auf dich. Sag, komm, ich warte auf dich, ich will dich erquicken, ich will dich segnen. Gebet heißt Gespräch mit Gott. Und Gott will dich ermutigen, eine Stunde am Tag, okay? Und wir helfen dabei. Und bitte keine Verdammnis, wenn es nur 59 Minuten oder eine Minute war oder keine Minute war. Weil heute hast du schon mindestens 25 Minuten auf dem Buckel. In der Lobpreiszeit, heute im Gottesdienst. Das zählt alles, volle Kanne. Amen. Können wir mal einen Amen singen? Amen. Hey, ihr seid gut drauf.
Letzter Punkt, die Zeit ist vorbei, wir müssen da ganz sauber und keusch sein. Furchtlos von Jesus und seiner Liebe reden und überall verkündigen. Das ist das Letzte, was ich heute sagen möchte. Ihr Lieben, Jesus ist es wert, dass er verkündigt wird auf der ganzen Welt. Dieses Evangelium von der Herrschaft des Königs Jesus wird auf der ganzen bewohnten Erde verkündigt werden. Alle Nationen und Völkern und Sprachen und Stämmen. Und dann wird das Ende kommen. Und ihr Lieben, wir leben in der Zeit, die Zeit ist, die noch wie keine andere, die so nah vor der Wiederkunft Jesu war wie diese. Und ich weiß nicht, was in der Welt noch alles passieren wird. Viele Menschen haben Angst und Sorgen. Wir schleudern sie auf den Herrn. Und wir tun etwas, wir nutzen die Zeit und wir sagen, Herr, wo immer du mir die Tür öffnest, wo immer es möglich ist, will ich von deiner Liebe erzählen. Will ich erzählen, dass es normal ist, ich lebe einfach mit Gott. Verstehen Sie, ich lebe mit Gott. Sie müssen verstehen, ich mache mir jetzt nicht so viele Sorgen. Aber wenn ich Sorgen habe, ich schleudere sie auf Gott und er hilft mir. Darf ich gleich mal für sie beten, für ihre Sache? Darf ich mal ganz kurz, einfach nur für ihre Kinder beten, von deren Sorgen sie mir eben erzählt haben? Darf ich mal kurz, sie haben doch Schmerzen, darf ich mal kurz für sie beten? Darf ich mal kurz mit meinem Gott über das reden und Menschen in eine Begegnung mit dem allerhöchsten Gott führen? Dazu bist du und dazu sind wir gerufen. Und diesen Mut, diese Kühnheit, die werden wir in jedem Gottesdienst versuchen, in uns alle hinein zu impfen, immer wieder neu durch den Heiligen Geist. Denn er ist unsere Kühnheit, er ist unsere Lebenskraft, er ist die Liebe, die alle Angst und Furcht vertreibt. Er ist unsere Kraft, er ist unsere Zuversicht, er ist deine Hoffnung, er ist dein Trost, wenn was Schlimmes passiert ist. Er ist es, der dich in die Arme nimmt und sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich meine Freude. Er ist der große Ermutiger, der Tröster, der Parakletos, der Heilige Geist, der uns befähigt, in dieser Welt unser Mann, unsere Frau zu stehen und das Leben Gottes zu leben, für das wir hier auf der Erde sind. Und ich möchte dich so gerne ermutigen, wenn du sagst, ich möchte Teil dieser Vision sein, von den großen Dingen, die Gott tut, von den Erneuerungen, die wir hier machen, aber vor allem von den geistlichen Schwerpunkten, dann tu doch Folgendes, dann steh doch einfach mit mir auf und dann streck dich aus nach dem Herrn des Himmels und der Erde und sag, Herr, ich möchte, dass das passiert, was du willst. Ich will, was du willst. Ich möchte so gerne, dass du glücklich bist, weil auf der Erde geschieht, was im Himmel beschlossen ist. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Und wenn die Musik so schön spielt, würde ich gerne mit uns etwas tun jetzt. Ich würde gerne mit uns das Vaterunser zusammen in Übereinstimmung beten. Ich will richtig rufen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Ich will den Vater im Himmel anrufen und sagen, dein Name soll in Deutschland geheiligt werden. Vergib uns auch alle Schuld. Und gib uns unser tägliches Brot, was wir so dringend brauchen. Dass wir zusammen dieses Gebet in Übereinstimmung als Leib Christi, als Gemeinde, als Freunde, dass wir es zusammen beten und im Glauben beten. Und jetzt etwas freisetzen über unserem Land, über unsere Stadt und auch über unserem Leben. In Jesu Namen. Wollen wir das tun? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Können wir das Letzte noch zweimal beten? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, geben wir Jesus mal einen mächtigen Applaus.